Hi, willkommen bei Andreles Outdoor. Heute bin ich wieder im Wald, habe gedacht, Schnee, gehe ich nochmal raus. Eigentlich dachte ich, hier an diesem Platz würde die Sonne scheinen, wäre genug hoch, aber dem sei nicht so. Haben noch Nebel, aber nichtsdestotrotz ist trotzdem schön. Wenn ihr Lust habt, kommt mit. Im Moment haben wir, wie schon erwähnt, Nebel, minus 6 Grad. Das ist ziemlich frisch, aber wir haben zum Glück geht die Biese nicht mehr. Letzte Woche war bei uns die Biese sehr heftig. Also das fühlte sich natürlich sofort ein paar Grad kälter an, wenn einem das um die Ohren pfeift. So, ich bin nun am Platz angekommen, den ich jetzt geplant habe. Hier war ich auch schon im Sommer mit meinem Kollegen Grigu von Grigus Outdoor Kanal. Haben hier ein paar Mal schöne Zeit verbracht und jetzt habe ich gesehen, hier die lieben Waldarbeiter haben uns einen neuen Tisch beschert. Herzlichen Dank an dieser Stelle, obschon ihr schaut es eh nicht, aber nichtsdestotrotz wurde viel geholzt hier. Bäume waren auch schon angezeichnet. Gut, jetzt werde ich mal schauen, mache ich mir hier ein wenig gemütlich. Habe ich gerade mit Schrecken festgestellt, Feldflasche leer. Ich habe zu Hause vergessen, das Wasser, also aufzufüllen mit Wasser. Gut, man könnte sagen, hat überall Schnee. Problematik ist, dass es jetzt sicher gut eine Woche nicht mehr geschneit hat. Von dem her ist recht viel Ablagerung aus dem Schnee. Somit wäre es jetzt nicht die beste Lösung, aber ich weiß, dass hier in der Nähe ist eine Quelle und die wird sicher im Winter jetzt auch funktionieren, sage ich mal. Gibt dort sicher auch Wasser. Das heißt, zusammenpacken und ab zur Quelle und dort Wasser holen. Zu der Quelle ist es eigentlich nicht weit von hier. Aber ich habe gedacht, ich nehme das Material trotzdem mit, weil es ist nicht weit weg von einem Fuß, also Spazierweg. Und wer weiß, wie das durchkommt. Ja, jetzt muss ich da ein bisschen durchs Gebüsch.
So, da unten wäre die Quelle. Ja, da läuft nicht mehr viel Wasser runter, aber muss reichen. Ich werde da jetzt mal probieren, zumindest eine gute Tasse hier noch zu schöpfen. Und das gestaltet sich ein wenig schwieriger, als ich gedacht habe. Ich kann da nirgends so richtig mit dem Becher das Wasser nehmen. Aber jetzt habe ich gesehen, ganz oben, wo die Quelle beginnt, hat es wie ein kleiner See. Und dort nehme ich jetzt das Wasser, weil das kommt wirklich frisch aus dem Berg. Wie gesagt, hier kommt es direkt aus dem Berg, da ist nichts mehr, also im Wald. Dann fängt es hier an, die Quelle, und hier hat sich ein kleiner See gebildet. Und der geht nachher dann nach unten und wird dann zu einem kleinen Bächlein. Aber ich sehe jetzt hier im Prinzip kein Problem, weil das ist so kalt, also bildet sich überhaupt nichts drin. Und ich werde das Wasser eh noch abkochen, von dem her ist das absolut kein Problem. So, das reicht mir nun, was in der Flasche ist. Schon so, je mehr, dass man dort Wasser abschöpft, desto mehr kommen die ganzen Schwebeteile kommen da ins Wasser oder bewegen sich, die am Grund sind. Okay, wir gehen zurück. So, zurück im Lager. Wasser habe ich geholt. Das heißt, ich kann mir einen Kaffee machen. Wir haben ja gesehen, als ich das Wasser genommen habe, nein, ihr habt es eben nicht gesehen, es war trotzdem das eine oder andere Schwebeteil noch drin. Und da ich nun ja keinen Wasserfilter habe, werde ich das jetzt mit einem Taschentuch machen. Sprich, ich werde das Taschentuch im Prinzip als wie ein Filter für die kleinen Schwebeteile werde ich das jetzt machen. Und zwar so ein Papiertaschentuch. Und zwar auf den Sofa gestellt. Ich nehme da das Taschentuch, also Papiertaschentuch, lege es drüber und dann halte ich das und werde einfach das Wasser hier jetzt durch das Taschentuch filtern. Man sieht schon, es hat da
Das eine oder andere Teil ist da schon drin. Und der Vorteil ist noch von den Papiertaschentüchern, die sind sehr reißfest. Ein Küchentuch würde auch gehen. Ja, man sieht doch so ziemlich braun, hä? Das reicht wohl für einen Kaffee, oder? Ja. Noch ein wenig und dann ist. So. Sozusagen klares Wasser. Und hier sieht man eigentlich, wie viel Schmutz es da hier hängen geblieben ist. So, Wasser ist jetzt auf dem Kocher. Jetzt müssen wir auch nur noch warten, bis es kocht. Dann lassen wir das ziemlich gut aufkochen, damit da wirklich nichts passiert. Ja, sieht hier im Winter schon anders aus als im Sommer. Schade, wäre jetzt schön, wenn die Sonne noch da wäre. Wäre super. Aber ja, nun, so ist auch cool. Ja, mein Wasser kocht nun. Das hat jetzt lange genug gekocht. Heiß ablöschen, Tasse. Und Kaffee genießen. Ah, perfekt sein Kaffee. Sage ich immer wieder. Im Wald kalt. Egal, auch einen Tee ist super. Aber ich mag einfach Kaffee. Jetzt bin ich da langsam zum Anpacken wieder, weil ihr erwähnt, das ist nur ein kleiner Ausflug, den ich gemacht habe. Und jetzt habe ich gesehen, ich habe ja das Papiertaschentuch als Filter benutzt und immer wenn ich dann den Platz verlasse oder um zusammenpacken bin, schaue ich rundum, habe ich noch was vergessen, liegt noch was rum, habe ich es gefunden. Und zwar habe ich es auf den Schnee gelegt anschließend und gezeigt, wie viel Schmutzpartikel da noch drin sind. Und jetzt habe ich hier es gesehen, also ist wirklich gefroren. Jetzt habe ich hier ein gefrorenes Papiertaschentuch. Ja, nun. Aber das muss ich halt jetzt. Ja, das wie. So, muss ich halt jetzt so mitnehmen. Gut, wie gesagt, ich packe jetzt da langsam wieder zusammen. Mache mich auf dem Heimweg. Und ja.
war wie immer wieder super. Und ja, jetzt die kleine, das mit dem Wasser vergessen, war wirklich nicht eingeplant. Das ist mir jetzt wirklich passiert und zum Glück, ich wollte sowieso an diesem Platz gehen, da hier, und die Quelle unten hat mir jetzt da wirklich noch den Kaffee gerettet, kann ich mal sagen. Gut, dann sage ich danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht und sage bis zum nächsten Mal und tschüss.